Maranatha, der herkommt, eine Andacht von Ellen White, 5. Juni. Das Bild des Tieres wird aufgerichtet. Es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist, und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Offenbarung, Kapitel 13, Vers 14. Das Bild des Tieres wird vor Abschluss der Gnadenzeit gemacht werden, denn es soll der große Prüfstein für das Volk Gottes sein, an der sich sein ewiges Schicksal entscheidet. In Offenbarung 13 wird dieses Thema ganz offen dargelegt. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Dann wird seine wunderwirkende Macht offenbart. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand verkaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das ist die Prüfung, die Gottes Kinder bestehen müssen, bevor sie alle versiegelt werden. Wer immer seine Treue zu Gott beweist, indem er sein Gesetz hält und sich weigert, einen falschen Sabbat anzunehmen, wird sich unter dem Banner des Herrn Jahwe einreihen und das Siegel des lebendigen Gottes erhalten. Wer aber die Wahrheit himmlischen Ursprungs aufgibt und den Sonntag als Sabbat annimmt, wird das Malzeichen des Tieres empfangen. Als Johannes die letzten großen Kämpfe der Gemeinde gegen irdische Gewalten gezeigt wurden, wurde ihm erlaubt, auch den Endsieg und die Befreiung der treu gebliebenen anzusehen. Über all dem Rauch und Kampfgetöse sah er auf dem Berg Zion beim Lamm eine Gruppe von Menschen, die nicht das Zeichen des Tieres trugen, sondern den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Maranatha, der Herr kommt.